Willkommen in der Santana Bay. Mit großem Dank an den lieben Rage machen wir heute mal wieder eine Rolle rückwärts und gucken uns eine etwas ältere Figur an. Wir schauen auf Titans Return Trigger Happy. Diese Figur hat eine kleine Vorgeschichte und zwar ist das eine Leihgabe vom lieben Ragin und ich habe Trigger Happy tatsächlich schon seit dem 31. August 2021. Es ist also jetzt fast ein Jahr ist er hier und Ragin hat ihn mir damals ausgeliehen, weil er gesagt hat, hier, das ist eigentlich einer der, der besten Hasbro-Molds der letzten Jahre, guck dir den unbedingt mal an, der ist absolut sehenswert. Und ich habe mich da auch sehr drüber gefreut. Ich habe damals sogar ein Unboxing-Video gemacht. Ist ewig her. Und ich bin schlicht und ergreifend bislang nicht dazu gekommen, weil es war immer irgendetwas anderes. Und jetzt ist, ich sehe Raging demnächst, also demnächst heißt jetzt Anfang Juli. Ich weiß nicht, wann ich das Video rausbringe. Aber ja, da möchte ich ihm den ganz gerne zurückgeben. Deswegen machen wir das jetzt endlich mal. Und ja, wir haben hier Titans Return Trigger Happy in seinem Alt-Mode. Er kommt eigentlich geliefert im Bot-Mode, aber da ich keine Verpackung habe und nichts, dachte ich mir, machen wir das einfach mal so, wie ich das am liebsten habe, nämlich im Alt-Mode anfangen und dann hin zum Bot. Das ist ein sehr cooler Jet. Ich mag ja Trigger Happy vom Look her total gerne. Sieht auch, ist er in seinem G1 nicht unähnlich, halt schön modernisiert, ein bisschen stilisiert und so weiter. Ne? Das ist ziemlich gut. Er ist, ich finde ihn ziemlich clean, muss ich sagen. Also erstmal von oben siehst du vom Bot nichts, auch von unten siehst du vom Bot eigentlich nichts. Also der ist super versteckt. Das gefällt mir gut. Hier so ein bisschen Hohlraum so in der Schnauze. So. Das ist aber nicht dramatisch. Wir haben hier ein kleines Fahrwerk, das kannst du rausklappen. Darauf steht er dann. Leider hat er links und er kippelt so ein bisschen hier. Ja, weil er links und rechts keine Fahrwerke hat irgendwie. Wäre eine nette Ergänzung gewesen, ist aber, glaube ich, auch kein riesiges Drama. Generell vom Farbschema, ne, blau und dieses Lichtgrau und dann ein paar goldene und silberne Akzente. Die sind aber schön verteilt. Das ganze Cockpit erstmal blau lackiert, weil es ein transparentes Teil ist. Und dann hier Gold entsprechend, hier Silber. Der Druck hier auf der Seite ist schön. Gefällt mir sehr, sehr gut. Und wie gesagt, Unterseite ist ziemlich clean. Wir haben natürlich auch hier, ne, in den Waffen so ein paar Hohlecken. Das hat aber tatsächlich einen Sinn. Denn ihr könnt diese Waffen, könnt ihr abziehen. Schöner goldener Akzent auch hier. Der ist übrigens sehr klassisch wie beim G1. Weiß ich noch, weil ich mal versucht habe, einen Trigger Happy zu restaurieren, der hier arg vergilbt war, ne, mit meiner Wasserstoffperoxid-Methode. Und dann habe ich die Goldfarbe gekillt. Deswegen habe ich das noch in schmerzlicher Erinnerung. Wir haben hier die beiden Waffen. Die sind innen natürlich ja, hohl, wie es nur hohl sein kann. Sieht nicht schön aus, aber ihr könnt die zwei hier kombinieren. Ne? Habt ihr hier diese Doppelwaffe. Die kriegt ihr jetzt so an den Jet irgendwie nicht sinnvoll dran, aber ihr seht, hier oben ist ein kleines Sitzplätzchen. Und das ist für den Titan Master, denn wie jeder Titans Return Figur hat auch Trigger Happy seinen Titan Master dabei. Das ist Blowpipe, der sitzt hier im Cockpit. Ich sehe gerade mit Kopf falsch rum, das heißt, er sieht gar nicht, wohin fliegt. Ja, den könnt ihr da entsprechend reinsetzen. Das Cockpit ist auch hier, ne? Innen drin. Mal relativ detailliert modelliert auch, ne? Also überhaupt so von den Liniendetails, ist schon schön, also ist ein schöner Mold, überhaupt gar keine Frage, ich verstehe Ragins Begeisterung dafür. Und hier haben wir Blowpipe, klassischer Titan Master, nicht viel dran, ne? Der Kopf ist zwar tatsächlich blau bemalt, sieht es aus, weil er so ein bisschen glänzt, würde ich vermuten, aber ansonsten ist da nicht viel drauf, außer das Gesicht halt von Trigger Happy selber, Transformation, ne? Faltet das Ding einfach zusammen und das war's. Also ich glaube, da brauchen wir nicht wieder drüber reden, ihr kennt die ganzen Beweglichkeitspunkte, ne, von den Titan Master, die kennt ihr mittlerweile, Doppelknie, ne, Mini-Kugelgelenk, ja, das ist sogar nur ein Scharnier bei denen, glaube ich. Ne? Ne, es ist eine Kugel, aber naja, viel Möglichkeiten habt ihr nicht. Kopf lässt sich drehen. Also, ich glaube, darüber können wir relativ schnell weggehen. Aber der Titan Master lässt sich entsprechend. Ihr habt hier diese beiden Pins, die sind für die Füße gedacht. Da sind nämlich Löcher drin. Was eng merke ich gerade. Ah, ne? Und dann kann der hier drauf sitzen und dann ist hier so seine kleine Waffe, die er dann bedienen kann. Oder so. Haben einige Titan-Figuren gehabt, dieses Feature mit dem in der Waffe sitzen. Ich finde es persönlich ein bisschen durch. Aber nichtsdestotrotz, der Jet ist wirklich wunderschön. Wie gesagt, es ist toll versteckt alles, das finde ich klasse. Die Hohlräume hier drin, die sind nicht so dolle, aber ich mag das Plastik sehr gerne, ich mag die Akzente. Also ja, ist auf jeden Fall schon mal ein schöner Ort-Mode. Zum Vergleich habe ich hier einmal Siege Six Gun ebenfalls in seinem Jet-Modus. Ihr seht, die sind tatsächlich einigermaßen vergleichbar von der Größe, ne? Von der Breite, von der Länge. Also das ist ungefähr ein Schema, sind beides Deluxe-Klassen. Also zumindest was den Old-Mode angeht, ist da über die Jahre nicht viel passiert. Die Verwandlung ist das große Highlight der Figur. Ihr klappt erstmal das Fahrwerk hier unten rein und dann trennt ihr hier seitlich die Flügel vom Rumpf, bringt ihr hier auf diesem Doppelscharnier erstmal nach außen und aus dem Weg. Dann habt ihr hier vorne die Flugzeugschnauze, die klappt ihr nach unten. Ihr habt hier hinten die Beine, die löst ihr hier aus der Arretierung. Das sind hier so zwei Stifte, die stecken da links und rechts rein. Und dann klappt ihr die Beine hier nach draußen
und holt die Füße raus, ne, zieht die Fersen gerade. Hier geht es sogar schon automatisch, dass er da entsprechend drauf stehen kann. Und jetzt nehmt ihr den ganzen Torso-Teil hier und dreht das einmal hier um 180 Grad rum. Klappt das Ganze hier nach unten, ne, bringt die Beine runter, dreht das hier um 180 Grad rum und ne, lockt das Cockpit hier auf der Rückseite ein. Und die Arme, ne, die bringt ihr hier nach unten. Ne, das weiße Teil legt sich hier so ein bisschen zwischenseitlich ins Cockpit rein. Gucken, das ist relativ knackig, zack. Und dann hier oben haben wir noch den Übersprungspunkt hinten. Ne, zack und zack. Und dann haben wir hier noch die Arme. Ihr klappt einfach die Flügel erstmal nach unten, das hätte ich fast vergessen. Die nach hinten, die Waffen nach oben und dann habt ihr hier die Hände, die faltet ihr raus. Hier das gleiche, Flügel runter, Waffen zurück, Hände raus, kommst du da raus. So, und dann haben wir noch unseren Titan Master Blowpipe, habt ihr eben schon gesehen, faltet ihr einmal in der Mitte zusammen, packt den hier drauf und dann seid ihr, ich glaube der Kopf ist andersrum tatsächlich, ne? Dann sitzt er besser, genau. Und dann seid ihr mit Trigger Happy in seinem Bot-Modus. Fertig. Und so schaut er dann aus und ähnlich wie der Jet ist auch der Bot tatsächlich vom Look her ziemlich cool. Ich liebe das Kopfdesign von Trigger Happy, sieht super gut aus, hat man hier auch wirklich gut umgesetzt. Der ein oder andere, der das Original vielleicht kennt, wird sich fragen, wieso ist Blowpipe hier ein Headmaster, war Blowpipe nicht ein Targetmaster? Ja, ist richtig, war halt nicht das Konzept von Titans Return, aber es gibt ja von Siege, und auch den hat Rage mir dazu gepackt netterweise, gibt es ja den Battlemaster Blowpipe, das ist der Kollege hier. Also wenn ihr es ganz original haben wollt, könnt ihr natürlich auch den Siege Blowpipe dazu nehmen und dann habt ihr ihn als Target. Ihr habt jetzt quasi zwei Blowpipes dabei, aber ich denke fürs Display ist das dann schon soweit. Okay, wie gesagt, ist ein cooler Bot, man muss allerdings auch sagen, ich finde, man merkt ein Stück weit das Alter. Ich mag das Design, ich mag die Proportionen, die ganzen Liniendetails, gerade hier auf dem Torso, finde ich, sehen fantastisch aus, wirklich super. Ja, wir haben auch hier so ein bisschen Farbakzent hier unten, das Blau, ne, hier auf der Brust, das ist entsprechend bemalt, das Gold, das Silber, alles schön, kennen wir allerdings auch schon jetzt aus dem Jet-Modus. Woran man halt sein Alter merkt, ist zum einen, ich finde zwar, das Plastik fühlt sich gut an, aber es ist auf jeden Fall, es ist ein anderes Plastik als das, was wir heute haben. Daran merkt man das Alter. Ich sag nicht, dass es besser oder schlechter ist, es ist relativ stabil soweit, von da habe ich da keine Schwierigkeiten mit, aber es fühlt sich anders an als manche moderne Figur und wir haben halt so ein paar klassische Probleme. Also wenn du hier die Innenseite der Arme anguckst, ne, die Waffe ist innen hohl, der Arm ist hier hohl, hier die Hand ist entsprechend hohl, die Rückseite der Beine ist hohl, wobei man zumindest ein bisschen versucht hat, es zu schließen, das ist, denke ich, okay. Und auch so Sachen wie, ne, wir haben an der Hüfte sind die Kugelgelenke, ne, das sind so Sachen, die gibt es heute nicht mehr so häufig. Also gerade bei der Gelenkqualität, aber also die Gelenke sind nicht locker, muss man dazu sagen. Die Figur hat ja nur schon ein paar Jahre auf dem Buckel, er ist ziemlich stabil. Also da hat er sich gut gehalten. Hat Raging ihn gut behandelt, ja. Und ach, ich sag mal, auch hier oben, da haben wir schon vernünftig gepinnte Scharniere. Also es ist nicht alles nur auf Kugeln, es ist schon okay, aber an der Stelle merkt man halt das Alter. Aber vom Look her finde ich ihn trotzdem toll, ne? Gerade hier mit den Waffenüberständen und so, sieht er schon ziemlich martialisch aus. Die Flügel hier vorne, finde ich, das sieht klasse aus, ne. Und von daher habe ich da überhaupt gar keine Schmerzen mit. Das Backpack ist schön kompakt. Aber ich finde halt vor allem, ich finde die Transformation ist das wirklich das große Highlight. Ne? Wie man den rumdreht, faltet und so weiter, dass der Bot quasi komplett verschwindet. Natürlich hat er den Vorteil, dass der Kopf nirgends hin muss. Ganz häufig hast du ja das Problem, dass die Köpfe irgendwo sichtbar sind oder so. Du kannst ihn halt hier einfach abziehen. Das ist der Segen des Titan Masters an der Stelle. Aber egal, man hat es trotzdem gut gelöst. Ich finde, es gibt einen schönen kompakten Jet und vor allem macht die Transformation halt echt Laune. Ne? Es sind weniger Handgriffe. Die Sachen sind aber dann alle stabil zusammen. Also da habe ich sehr, sehr wenig Schmerzen mit. Das ist eine sehr coole Figur. Der Kopf sitzt auf dem kleinen Kopf des Titan Masters, also quasi auf einer Kugel. Wobei man sagen muss, richtig großartig sind die Reichweiten nicht. Das sind sie bei den Titan Master und Headmaster eigentlich selten. Ihr kriegt eine Rotation links, rechts, ja. Ihr kriegt nicht wirklich was nach unten, auch nicht nach oben. Das ist halt, er fluppt da recht schnell raus. Ein bisschen Neigung links und rechts. Und das war's. Wir kriegen die Schulter. Ihr müsst ein bisschen aufpassen, denn wenn ihr hier, ne, ihr stoßt dann gegen den Kopf. Also ich habe es schon geschafft, mit der Schulter den Kopf wegzuhämmern. Von daher theoretisch kommt ihr im Prinzip, ihr kriegt den 90 Grad eigentlich nicht hin, weil der Schulterüberstand im Weg ist. Man kann es also ein bisschen nach hinten. Aber selbst dann seht ihr, ne, drückt man den Titan Master relativ schnell raus. Wir haben das Scharnier rundherum, das funktioniert wunderbar. Oberarmrotation direkt hier unterhalb des Schulterpads. Kleine Kanten ist aber okay. Wir haben einfaches Gelenk am Ellenbogen, ein bisschen mehr als 90 Grad, aber nicht signifikant. Jetzt geht mir der Titan Master aber langsam hier so ein bisschen auf den Keks. So. Handgelenk ist generell starr. Ihr könnt es transformationsbedingt nach innen neigen, dann ist es halt hier dann locker. Hier hinten hat es einen richtigen Übersprungspunkt. Also auch das nicht wirklich gedacht für die Beweglichkeit, aber nutzbar ist es trotzdem. Wir haben eine Hüftrotation. Der Schnitt ist ein bisschen seltsam. Er müsste eigentlich weiter oben sein, aber ich denke, so ist das natürlich auch. Okay, ihr habt theoretisch habt ihr eine Beuge. Ne, wenn ihr hinten das Ganze so ein bisschen löst, könnt ihr nach hinten beugen. Ich weiß nicht, ob man das braucht, zumal auch hier so ein relativ digitales Format ist. Das heißt, ihr habt dann hier diese große Lücke.
Ich glaube nicht, dass man das wirklich werten kann. Mal kurz den Kopf hier wieder dran machen, der sich schon wieder gelöst hat. Ich hasse dieses Headmaster-System. Das ist aber kein Problem von Sugar Happy. Das ist allgemein eigentlich nie gut. Wir haben das Bein voll nach vorne, voll nach hinten, voll nach außen, kein Problem. Oberschenkelrotation, kein Problem. Das Knie aufgrund des Hohlraums, ne, maximal Reichweite, also kriegt man zumindest was dafür, das ist schön. Und wir haben den Fuß, der geht nach oben, also du hast Zehen und Fersen separat, ne? Die kannst du leicht nach oben ziehen, du kannst das Ganze hier transformationsbedingt auch weit, weit, weit nach unten bewegen. Das Einzige, was ihm fehlt, ist die Bewegung nach innen. Ihr seht, der Fuß ist leicht angeschrägt, sodass er also so gewisse A-Stände hier sowas, ne, das geht problemlos, aber irgendwann habt ihr halt auch hier, aber wie oft macht man das tatsächlich? Also man hat durch die Beweglichkeit der Zehen schon ganz gut Möglichkeiten, ihn zu stabilisieren und zu posieren. Also Beweglichkeit ist gut, würde ich mal sagen, insgesamt. Der Headmaster, Titanmaster nervt mich halt generell, dieses Konzept. Weil du einfach ja immer wieder mal irgendwo hängen bleibst. Das mit den Schultern ist halt hier nicht so ganz günstig, aber man kriegt es ja ganz gut umschifft. Also ich würde sagen, für die meisten dynamischen Posen reicht es und die Balance der Figur und die Gelenkqualität stimmen an der Stelle auch. Gemessen und gewogen kommt Trigger Happy auf 76 Gramm und von Kopf bis Fuß ziemlich genau 14 cm, wobei die Schulterüberstellen nur noch ein kleines bisschen höher sind. Zum Vergleich haben wir hier einmal den Studio Series 86 Cup. Die sind ungefähr gleich groß. Das ist einigermaßen verwunderlich, denn die Deluxe-Figuren werden ja eher etwas kleiner. Aber wenn man es mal vergleicht mit dem Titans Return Topspin, beziehungsweise hier in der Takara Legend Deko, sieht man halt auch, dass Trigger Happy doch eher eine zierlichere Figur ist, auch für seine Zeit. Ich finde, steht ihm unglaublich gut, das ist eine sehr bullige Figur hier, ne? Aber ja, fällt schon auf, dass er eigentlich von der Größe schon eher in Richtung der moderneren Figuren eigentlich passt. Übrigens, wenn ihr das Video nicht gesehen habt und auf coole Transformationen, wie hier bei Trigger Happy auch steht, guckt euch mal das Topspin und Twin Twist Video an, auch die zwei sind echt spannend. Ich packe euch das mal hier oben in die Beschreibung. Fazit, die größte Schwäche von Trigger Happy ist für mich das Titan Master Gimmick, wie so oft bei dieser Reihe, denn ja, der Kopf sitzt einfach nicht vernünftig drin. Ich habe mir zwar von Ragen sagen lassen, dass wenn man den kleinen Titan Master Kopf rumdreht, dass er dann etwas besser sitzt, aber ich hatte bisher bei jeder Titans Return Figur mit Titan Master hatte ich das Problem, dass der Kopf entweder nicht richtig drin sitzt, in jedem Fall aber in seiner Beweglichkeit massiv eingeschränkt ist, ganz abgesehen davon, dass er halt nach hinten dann so würfelförmig, klobig irgendwie aufgebaut ist und ja, ich weiß nicht. Also ich persönlich werde mit diesem Gimmick nicht mehr warm, Ausnahme natürlich bei den Charakteren, die originär mal Headmaster waren, da gehört es irgendwie dazu. Ansonsten gibt es ein paar Sachen, die sicherlich altersbedingt sind. Die Hohlräume auf der Rückseite gibt es zwar heute auch noch, aber ich finde, die hätte man vielleicht mittlerweile etwas anders gelöst. Und auch die Hohlräume in den Armen finde ich nicht sonderlich schön. Das Plastik ist zwar gut, aber fühlt sich tatsächlich auch etwas antiquierter an. Und in Sachen Bemalung hat man es jetzt auch nicht übertrieben. Es sind ein paar sehr schöne Akzente drauf, das muss ich ihm lassen. Aber ja, das haut einen jetzt nicht vom Hocker. Alles andere, muss ich sagen, ist ziemlich geil. Ich bin überrascht, wie gut die Gelenkqualität ist an der Stelle, ne, gemessen am Alter der Figur. Also viel gepinnte Gelenke, gut tolerierte Gelenke, das ist klasse. Die Beweglichkeit auch bis außen, mit Ausnahme im Prinzip der nicht kippbaren Füße, eigentlich auch alles da. Das ist ziemlich cool. Dieser Aufbau mit den Waffen auf den Armen, der ist manchmal ein bisschen im Weg beim Posieren, aber generell funktioniert das gut. Und ja, der Bot ist an sich ziemlich clean und vor allem er hat eine unfassbar schöne Transformation. Also den hin und her zu verwandeln macht richtig Laune und der super clean Jet belohnt dafür. Also ich finde den Jet-Mode tatsächlich noch schöner als den Bot-Modus. Also insgesamt eine sehr, sehr coole Figur und beeindruckend finde ich vor allem, was die Figur damals gekostet hat. Ich habe mir von Ragen sagen lassen, das Ding hat damals im Laden 15 Euro gekostet, vom Fleck weg. Und das ist ein saugeiler Preis für eine Deluxe-Figur. Und vor allem für eine Deluxe-Figur dieser Qualität. Und ja, ich glaube, da könnten nun, klar, wir leben mittlerweile in einer etwas anderen Zeit, die Rahmenbedingungen haben sich verändert, aber ich für meinen Teil finde halt immer noch, dass so knapp unter 20 Euro ist der optimale Preis für eine Deluxe-Glas-Figur. Und wenn man so einen Kracher wie Trigger Happy hier für 15 Euro damals bekommen hat, ja, dann möchte man auf der alten Zeit tatsächlich etwas nachtrauen. Also insgesamt sicherlich nicht fehlerfrei, keine Frage, aber auf jeden Fall einer der besten Deluxe-Class-Molds, die ich bislang in der Hand gehabt habe. Soweit mein Video zum Titans Return Trigger Happy. Danke nochmal an Ragen fürs Ausleihen. Wenn es euch geholfen hat, unterstützt mich gern auf Patreon oder direkt hier auf YouTube als Kanalmitglied und checkt meine anderen Titans Return Reviews hier oben in der entsprechenden Playlist. Bis dahin sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao.